Das bist du, wie du nach 8 Stunden vor dem Chart einen Nervenzusammenbruch bekommst, weil du nicht weißt, was Killzones sind und wann man handeln sollte. Bleib bis zum Ende dran und ich zeige dir, wie du vom Nervenzusammenbruch alleine nur nie was von Killzones hörenden Verlierer zum smarten nur 2 Stunden am Tag handelnden und Sessions malträtierenden Gewinner wirst, nachdem du dieses Video gesehen hast. Hallo liebe Freunde des gepflegten Tradings und herzlich willkommen zu unserem nächsten ICT-Video. Heute geht es um das Thema ICT-Killzones bzw. Sessions-Zeiten. Wann solltest du handeln? Wann ist das größte Volumen im Markt? Und wie kannst du Session-Hochs und Tiefs für dein Trading nutzen? Das werde ich dir heute alles zeigen. Aber bevor wir loslegen, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, damit du künftig keine Videos mehr verpasst. Und falls du noch kein Mitglied in unserer kostenlosen Discord-Community bist, kannst du das gerne über den Link in der Videobeschreibung tun. Wir haben ja letzte Woche die Community-Strategie vorgestellt und die Ergebnisse sind mega. Die Leute machen ihre Trades systematisch. Es sind auch schon die ersten Backtests fertig. Ich habe dir hier mal ein paar Trades und den Backtest eingeblendet. Also worauf wartest du noch? Komm gerne in die Community und wir legen jetzt los. Also wir starten mit den Killzones, so wie wir sie definieren. Was sind Killzones? Killzones sind einfach Zeiten, zu denen große Marktteilnehmer im Markt sind. Ja, Banken, Hedgefonds, Market Maker etc. Und diese bewegen ja den Markt, nicht wir als kleine Fische. Das heißt, ich möchte als kleiner Fisch natürlich da handeln, wo die großen Fische auch handeln. Am liebsten zu diesen Zeiten. Und das sind die Zeiten, die ich hier definiert habe. Wir starten auch mit Forex, aber bevor wir starten, das wird auf jeden Fall nur ein kurzes Video. Ich habe euch ja mit den letzten 2 Videos ein bisschen erschlagen. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen kleineres Video, ein bisschen ruhiger. Und wir starten mit den Forex Killzones. Und zwar gibt es dort erstmal die Asia Session. Die Asia-Session, die geht von 2 bis 8 deutscher Uhrzeit. In dieser Session ist wenig Volumen und die ist für uns nur als Liquidität interessant. Es gibt auch Währungspaare, die laufen in Asia ziemlich gut. New Zealand Dollar, australischer Dollar, japanischer Yen und die ganzen Geschichten. Das könnt ihr dort natürlich auch handeln. Wie gesagt, das sind einfach nur meine bzw. unsere Auffassung von dem, wann möchte ich handeln, und ich handle auch nicht jede Session, sondern spezialisiere mich auf eine Session, maximal 2. So, dann haben wir Frankfurt. Frankfurt öffnet um 8 und die Killzone ist von 8 bis 9. Natürlich hat Frankfurt auch den ganzen Tag über auf, bzw. bis 17 Uhr, glaube ich, war das. Oder 16, ich bin mir gerade nicht sicher. Und hier ist aber das Opening und am Opening geht immer die Post. So, das ist interessant für Euro-Währungspaare oder den DAX. Dann haben wir London. London von 9 bis 11. Da ist auch das Hauptvolumen für Währungspaare. Das überschneidet sich natürlich dann auch mit Frankfurt. Deswegen geht hier auch Euro-US-Dollar gut ab. Genauso wie britischer Pfund-US-Dollar. Und ja, dann haben wir nach 11 Uhr Lunch. Natürlich kann man auch sagen, ja, bis 12 oder bis 13 Uhr geht für mich hier die London Killzone. Das ist, wie gesagt, nur unsere Auffassung. Das musst du selber für dich entscheiden, wie du da handeln möchtest. Hier ist natürlich auch Volumen. Hier kann man auch handeln beim Lunch, ja. Aber wie gesagt, ich bin ein Freund davon, feste Ranges zu haben, feste Handelszeiten und sich darauf zu fokussieren und zu spezialisieren. Dann haben wir New York. New York öffnet um 14 Uhr und geht bis 17 Uhr. Da hat man dann auch die Überschneidung mit London, auch mit Frankfurt, hohes Volumen und gut für US-Dollar-Währungspaare. Aber auch für alle anderen. Ja, also hier kann man auch sehr schön handeln. Und dann haben wir noch 17 bis 18 Uhr, das ist der Close von London, gut, um noch ein letztes Setup einzugehen oder zu suchen. Nach 18 Uhr würde ich keine Setups mehr suchen, ja? Das einmal zu den Forex-Handelszeiten. Ich selber habe fast noch nie Forex gehandelt, ja? Ich habe eine Zeit lang mal den Euro und den britischen Pfund Future gehandelt, aber ich war nie im Forex so stark unterwegs, der Justin schon ein wenig mehr. Und ja, natürlich
gibt es da bestimmt einen oder den anderen von euch, der sagt, nee, hier und da ist besser, dann ist es so, auf jeden Fall ist es unsere Auffassung davon, ja. Ich habe mir das auch nochmal alles angeschaut und das war auch nach den Gesprächen mit Justin und auch durch meine Erfahrung mit dem 6E und 6B, also den Euro und den britischen Pfund Future, die laufen relativ synchron zu den Forex-Märkten und das waren dann die Ergebnisse daraus, wo ich gesagt habe und der Justin, das sind für uns so die Forex-Killzones. So, kommen wir zu den Indizes. Die Indizes, da sieht das ein bisschen anders aus und zwar haben wir da Asia von 2 bis 9. Warum haben wir hier keine Frankfurt Session? Gibt sie da nicht? Doch, die gibt es auch. Nur sehe ich die mit als Liquidität in Asien. Ja, ich möchte in Asia keine Indizes handeln. Und auch nicht um 8 Uhr morgens in Frankfurt. Da ist nichts los und da gibt es nichts Interessantes. Meine Meinung, ja. Natürlich kann man da auch handeln und Setups finden. Dann haben wir London. London geht von 9 bis 11. Und London hat ein sehr ruhiges Laufverhalten jetzt prinzipiell bei den US-Indizes, S&P, Dow Jones oder den Nasdaq. Und das weniger Volumen als am Nachmittag, aber die läuft sehr sauber bzw. ruhig und ich handle diese Session sehr, sehr gerne. Es gibt auch noch eine Ausnahme und zwar den DAX. Den DAX kann man schon ab 8 Uhr handeln bzw. hier. 8 bis 11 ist da eine sehr, sehr geile Zeit. Dann kommt Lunch. Kann man da handeln? Ja, kann man. Gibt es da gute Setups? Ja, gibt es. Wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da jetzt handeln möchte oder nicht. Man kann natürlich auch von 2 bis 22 Uhr handeln. Ja, den ganzen Tag, wenn man nichts Besseres zu tun hat und da Bock drauf hat, kann man das natürlich machen. Ich bin ein Freund davon. Kleines Zeitfenster, 9 bis 11, da meine Setups, ein Trade, zwei Trade maximal und fertig. Wenn man sagt, ich will beide Sessions haben, dann ein Setup hier oder hier, wie auch immer. Ja, so, wir haben dann um 15:30 Uhr bis 17 Uhr New York AM plus das Opening. Ja, 15:30 Uhr ist das US Opening. Da ist das Hauptvolumen und die Haupthandelszeit der Amis. Hier geht die Post ab, ja. Und nach 17 Uhr haben wir dann Lunch, beziehungsweise kann man hier auch handeln. Dann ist hier immer noch viel Volumen drinne, aber es wird ruhiger als in New York AM, also zu dieser Sessionzeit hier, ja. Dann kommt noch New York PM plus Closing. Ich habe hier einen kleinen Rechtschreibfehler, sieht es mir nach. Es ist hier muss PM hin und nicht AM. Aber ich denke, das ist auch verständlich, ja. Hier ist das Closing, also hier schließt die Börse und auch die Abendsession. Hier haben wir ebenfalls sehr hohes Volumen, aber auch sehr schnelle Bewegungen. Hier geht es schnell hoch und schnell wieder runter, ohne große Retrace, ja. Deswegen, hier müsste man mit den Entries gucken, also beziehungsweise aufpassen, vielleicht relativ schnelle Market Orders, also nach einem Bruch vielleicht direkt an der Bruchcandle wieder rein mit einer Limit. Nicht zu große Retrace abwarten, weil der haut hier gerne ab. Insbesondere im Nasdaq und im S&P. Ja, das zu den Killzones. Ich habe euch eine PDF erstellt hierzu. Die gibt es im Discord. Die könnt ihr euch ganz einfach dort holen. Oder hier in der Videobeschreibung könnt ihr das gerne machen. Und wir gehen auch jetzt noch einmal in den Chart und ich zeige euch dort, was ich so vorbereitet habe noch. Und zwar habe ich mir was einfallen lassen. Und zwar den Sessions-Indikator von LuxAlgo. Den habe ich mir nicht einfallen lassen, aber den habe ich für gut empfunden. Ja, ich mag keine Indikatoren, aber die können zum Beispiel, wenn man sowas hier nimmt, relativ hilfreich sein. Okay? So. Und den findet ihr unter Sessions von LuxAlgo. Ja, das ist dieser Indikator hier. Und die Einstellungen könnt ihr hier für euch selber einstellen, wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt die Sessions auch mit Trendlinien versehen oder mit VWAPs oder mit
was auch immer. Ja, es gibt, was dieses Mean ist, weiß ich gerade noch gar nicht. Müsste ich mir mal im Skript anschauen, was das genau ist. Bin ich mir gerade unsicher. Man kann sich das alles hier anzeigen lassen und auch Max und Minimum der Session, also Session Low und Session High. Okay. So, was kann man hier noch machen? Man kann sich hier die Sessions einstellen. Worauf ihr zu achten habt, ist, dass eure Zeitzone richtig ist. In Deutschland sind wir im Sommer bei der UTC plus 2 Zeitzone und im Winter bei UTC plus 1. Ja, Winterzeit und Sommerzeit. Und egal, also je nachdem, wo ihr dann auf der Welt sitzt, müsst ihr das auf jeden Fall hier anpassen, weil der ist, glaube ich, nur auf UTC 0 eingestellt, soweit ich das weiß. So, Sessions Divider, der ist, glaube ich, auch voreingestellt. Den würde ich dann auch ausmachen, so wie den Daily Divider. Ja? Man kann sich hier auch noch ein Dashboard anzeigen lassen, wann man in einer Session ist. Ob man da jetzt Bock drauf hat, weiß ich nicht. Gibt auch eine Advanced Session, wo du das Volumen dann noch siehst. Und hier kannst du auch mal gucken, ja, mit meinen eingestellten Zeiten, wo hier auch viel Volumen ist, ja. Und Asi hat jetzt nur mehr Volumen, weil wir es halt so lange, weil die Zeiteinheit so lange ist, ja. Von 2 bis 9 sind 7 Stunden. Deswegen ist hier in 7 Stunden fast genauso viel Volumen wie in London in 2. Ja. Hier sieht man das Hauptvolumen und hier geht auch noch mal gut die Post. Okay. Das könnt ihr euch so anzeigen lassen. Könnt ihr auch sehr gut nutzen, um zu schauen, wie viel Volumen wird zu welchen Zeiten gehandelt und wo möchte ich dran partizipieren. Ja? So, das einmal zu dem Sessions-Indikator, den kann ich empfehlen. Und mehr möchte ich dir überhaupt eigentlich gar nicht sagen zu den Sessions. Man kann, einen Trading-Tipp gebe ich dir auf jeden Fall noch. Und zwar nach Liquidierungen von Session Highs und Lows können wir kurzfristige Reversals erwarten. Okay? Und zwar sieht man das hier zum Beispiel. Zack, kurzfristig Reversal. Ja, wir liquidieren, dann liquidieren wir wieder. Reversal. Und so weiter. Man kann das gut für sich nutzen. Zum Beispiel sieht man das auch hier einmal. Ja, wir haben London und Asien und wir liquidieren das hier an der Stelle. Das Hoch. Ja. Hoch liquidiert. Shift, Retest, runter. Ja. Man kann, also auch zu der Strategie, die ich euch gezeigt habe, die Community-Strategie, man kann sich hier perfekt Sessions, Hochs und Tiefs, also kann man perfekt nutzen, um da auch potenzielle Trades zu finden. Und zwar, wenn man sich mal hier Asia zum Beispiel anschaut, ne? Ist ja auch ein M10 Fraktal. Ja, wir sweepen dieses Fraktal und jetzt habe ich hier das verloren. Hier. Ja, wir sweepen das Fraktal, wir brechen Struktur und Reversal. Ja. Das kann man mega geil fürs Trading nutzen. Jede einzelne Session. Und ja, die werden liquidiert und dann gibt es Reversals. Nicht immer, kann aber oft passieren und kann man auch darauf achten. Hier sieht man es auch wieder. Wir liquidieren Asia, Reversal. Wir liquidieren Asia Low, Reversal. Ja, wir liquidieren London High, Reversal. Wir liquidieren London Low, Reversal. Ja. Ist es immer so? Nein, wie gesagt, aber kann oft vorkommen, ja? Kann man mal immer so ein Auge drauf werfen. Dann haben wir auch, kann ich euch das noch zeigen? Ja, hier wieder, Asia hoch, Reversal, ja? Dann hier zum Beispiel jetzt in Asien mal, PM Session Low und Reversal, ja? So kann man sich das ganze Spielchen vorstellen. Hier wieder, Asia Low, Reversal. Und so könnt ihr das für euer Trading nutzen. Noch zusätzlich zum Anzeigen der Haupthandelszeiten. Okay? Man sieht das hier auch. Wir liquidieren hier das Low. Wir liquidieren die ganzen Sessions hier.
So, ist auch zufällig hier das Daily Low und schön Reversal. Das kann man so perfekt für sein Trading nutzen. Und ja, das zu den Sessions, wie man sie noch im Trading einbauen kann, außer dass man sich die Zeit anzeigen lassen kann. Mehr möchte ich euch auch gar nicht zeigen. Ich gehe jetzt nicht hier in jede Session und zeige euch hier Setups oder so, ne? Das ist wirklich nur, um euch zu orientieren, um für euch dann feste Handelszeiten zu definieren, dass ihr auch nicht Overtrading betreibt, ja. So hier auch Asia, Liquidierung, kurzfristig Reversal. Das war's zu den Sessions, zu den Killzones. Wie gesagt, PDF findet ihr in der Videobeschreibung und falls du noch nicht im Discord bist, kannst du gerne hinzukommen. Mittlerweile laufen da auch echt schon ziemlich gute Trades. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten ICT-Video. Bis dann.